Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf CGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist der das Chaos. Hallo. Halli, hallo, hallöchen. So, du bist unterwegs mit dem Trecker zu mir, nehme ich an, ne? Ja, ich bin gleich da. Ja, ich kann noch nicht abbunkern, also noch so viel ist noch nicht drin. Ich fahre mit 55. Oh, genau. Das ist ein Waldra oder was hast du da? Alles klar. Na ja, gut. Guck mal aufs Lenkrad, was steht denn da für eine Marke drauf? Waltra steht. Ah ja, am Lenkrad steht's auch. Also für ganz Dusselige steht sowas immer im Trecker drin. Wenn die nicht wissen, was sie fahren. Gut, haben wir das auch einmal geklärt. So, wir müssen hier Zuckerrüben runterholen und das zieht sich aber auch ganz schön, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt eigentlich hier mehr erwartet, aber es war ein bisschen Unkraut drin hier im Feld. Und, oder, das ist nicht hundertprozentig gedüngt. Da müssen wir mal kurz mal rausfallen. Das kannst du ja machen, wenn du mit dem Trecker hier bist. Kannst du ja mal gucken, ob das Feld optimal vorbereitet wurde von dem Besitzer. So. Wachstum, Kraut entfernen. Gedüngt 0%, Unkraut 0%. Na gut, das ist also nicht gedüngt, deswegen ist das die quasi der Zuwachs in meinem Tank nicht die beste. Gehen wir aus dem Weg, das muss ich lieber fahren. Ich hätte nämlich erwartet, dass ein bisschen mehr Rüben quasi pro Meter hier in mein Gefährt reinfallen, aber naja. Was man nicht hat, hat man nicht. Auch eine schöne Einheit, Rüben pro Meter. Ja. Ist doch keine schlechte Einheit. Ist doch besser als Kettensägen pro Baum oder so. Keine Ahnung. Möchtest du abbunkern? Geht das während dem Betrieb oder musst du stehen? Es geht während des Betriebs, damit ich die richtige Taste finde. Fährt das Ding jetzt raus? Ja. Ja, du musst so ein bisschen Abstand nehmen von mir. Ja. Der Hänger ist ein bisschen hoch. Hab's gemerkt. So. Ja, wie du fährst du mit dem Rüben? Mit Zauber. Ich hab wahrscheinlich keine Schonreifen. Nee, aber du kannst auf fremden Feldern nichts kaputt machen. Also selbst wenn du jetzt hier mit dem Rüben fährst, dann musst du nichts kaputt machen. Du kannst nur auf eigenen Feldern was kaputt machen. Du kannst den Tempomat benutzen, ich fahr 12. 12? Wo geht denn der? Ah. Das weiß ich auch nicht über der Tastatur. Ja, da geht der Tempomat an, aber du musst ihn auch einstellen mit 1 und 2. Ich glaube, mit 1 und 2 stellst du dann, halt nicht so nah kommen. Eieieiei. Zieht er mich wieder aus. Oh nee. Auf der Gleise steht auch. Oh nee. Du hast gesagt, ich sollte den Tempomat da anmachen. Ja, Tempomat heißt ja nicht, dass du links und rechts lenken sollst. Ja, aber er war auf 55 eingestellt. Ja, da kann ich ja noch auch nichts für. Hättest du mal vorher, deswegen habe ich dir gesagt, wie schnell du einstellen sollst. Ich fahre 12. Habe ich das gesagt? Habe ich gesagt. Nein. Ich habe hier Leute, die wissen das. Ich schneide das raus. Aus allen Videos. Aus allen Videos. Das meinen wir wohl schlecht, ne? Da kommst du ja wohl schlecht ran. Ich glaube, wie wieder durch die Gegend schiebt hier gleich. Lade hier runter. Er zieht dann hinaus und lässt wieder hoch. Okay. Bist du drunter oder? Naja, jetzt hast du mal wieder eine Ladung gekriegt. Sieht doch gut aus. Ja. Da kann man doch fast ein Foto von machen, ne? Hier haben wir die Außenansicht. Nein, geht da. Nach vorne. Und dann machen wir hier schön einmal F12 gedrückt. Sehr gut. Ein paar vereinzelte Rüben habe ich da jetzt stehen lassen, aber ich glaube, das stört unserem Kunden nicht. Was ist denn jetzt? Wurzel denn? Warum hast du den Hänger abgehangen? Ich habe mich verdrückt. Aha. Wo nennt man das? Sag ich auch immer, wenn ich auf Probe bin. Wie viel hast du noch drinnen? Ich habe jetzt so 2000 habe ich jetzt drinnen. Okay, dann fahre ich die Länge noch mit und dann büße ich weg. Wie viel hast du noch? Ich habe
23.000 drin. Ja. Wie viel ist das von der Menge? Hälfte oder so, ne? Viertel. Ja. Ja. Ja, dann geht also 30.000 rein. Also ich bin jetzt bei 4.000 wieder. Du warst dann relativ schnell im Trigger. Du lässt da eine ganze Spur stehen. Was? Das war nicht gut. Ja, häng ich was wieder? Was machst du hier? Ich weiß es nicht. Kannst du das Ding einfahren? Weil ich komme nicht weg. Mann, ja, das ist ein Typ, ey. Ja. Also Richtung Hafenspeicher. Ja. Hafenspeicher ist dein Ziel. So, da müsstest du es abgeben und dann müsste dann bei mir hier oben dran stehen, dass wir jetzt so 6 oder 5% oder sowas die Mache geschafft haben schon. Okay. Die mir dürfte es noch nicht sein. Nein, vielleicht sind es 10. Also wir sind hier eine Weile beschäftigt, das ist schon mal klar. Jo. Such dir schon mal Schönes aus, wie du darüber reden möchtest. Hast du schon eine Idee? Nein, ich muss unbedingt meinen Fernseher umschalten. Mein Fernseher läuft jetzt gerade ARD und da läuft gerade irgendeine Schlagerparty. Auf jeden Fall singt da gerade Oli P. Bolter. Was? Bolter. Ja, ich höre es ja nicht, aber ich sehe es halt, ne? Ja, Folter. Ja. Da kriegst du ja Augenkrebs. So. Sagt ihr eigentlich Krebs oder Krebs? Krebs. Okay. Ja, Krebs? Manche sagen Krebs. Für mich sind Krebs. Das französische flache Pfannkuchen. Genau. Die Palatschinke. Ja, ja. Ja, Eierkuchen. Pancake. Gibt so viele Bezeichnungen für. Habe ich heute Morgen schon wieder lecker gemacht. Mein Morgen auch. Okay. Am Wochenende ist das nämlich immer mein Frühstück. Und dann immer früh morgens ein schön Eierkuchen. Ja. Und morgen zum Mittag gibt es Würstchengulasch. Da haben wir auch schon festgelegt. Ja, das gab es quasi bei mir heute. Würstchengulasch? Ja, also Kartoffelgulasch. Das ist halt Würsteln und Kartoffeln. Ah ja, okay. Mit Gulasch. Soße halt. Ja, na ja, klar. Ja. Die Hupe von dem Traktor ist aber auch ein bisschen enttäuschend. Ja. Was willst du machen? Manchmal ist das so, ne? Wie weit bist du denn jetzt gerade abliefern schon? Ich bin gerade. Also, ich bin gleich da. Ich muss nur mal eine Kurve rauffahren. Okay. Dann kann ich ja den Rücktour auch nochmal machen hier. Aber ich habe meinen Anschnitt schon schön krumm hingekriegt hier. Ein bisschen schief gefahren in die letzte Tour. So, setzt uns wieder rein. Also bergauf plagt er sich ordentlich. Das glaube ich, ja. Ja gut, musst ja auch sehen, du hast dann 30.000 Liter Zuckerrüben dran. Also eine Zuckerrübe hat ja nicht eine Dichte von 1, sondern von 1, irgendwas. Also du ziehst da jetzt so gute 40 Tonnen hinterher. Ja. Also das ist schon nicht schlecht. 6 km/h. Naja. Also ich bin noch nicht mal halb voll, also von daher, da geht noch was. Noch hast du Zeit. Und zurück bist du ja schneller, da bist du ja leer. Ich bin gleich am Gelände. Ja. So. Wo du da abkippen musst, weißt du ja. Im Haus da. Ja. Warum steht da ein Container so, dass man springen kann? Ja. Echte Gamer wissen das. Das ist so. Keine Ahnung, weiß nicht. Das erwarte ich von GTA, aber nicht von. Ja, genau. Wer weiß, was da noch für DLCs kommen. Die kleine Mahinda kannst du die ja mal besorgen. Obwohl, der erste DLC steht doch schon fest, was kommt. Echt? Kommt doch jetzt raus demnächst. Ja. Was kommt denn raus? Ach, Frau Pferd, hab ich vergessen. Ballentechnik jedenfalls. Also, okay.
wo du mehr Rundballen auf den Hänger kriegst und alles sowas. Also hauptsächlich Ballentechnik wieder. Hm. Muss man auch sagen, da sind sie echt dünn besät mit Ballentechnik, wenn sie das Kuhn-DLC nicht noch so als Mod mit hinterhergeschmissen hätten. Dann hättest du echt ganz wenig Auswahl bei der Ballentechnik gehabt hier. Aber gut, sollen sie machen. Ist, glaube ich, eine komplett neue Firma, die noch gar nicht im LS drin war, die da jetzt dazu kommt. Deswegen, ja. Frag mich, ob Firmen sich darum reißen, so ein Spiel drin zu sein. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Weil also, ich meine, sie sind Marktführer, also die LS. LS-Jungs, ja, ja. Also ich weiß von Firmen, die das überhaupt nicht wollen, die auch fast schon was dagegen haben, dass gemoddet wird und so, ne? Also das habe ich durchaus schon gehört. Aber es gibt wirklich. Das ist eine gute Promo. Ja, ne? Also ich meine, ich würde diese komische Ballengabel da, die ich hier Anfang der Woche hatte, die würde ich im Leben nicht kaufen. Das stimmt. Das ist gute Promo. Okay. Schützt mich also davor. Ja, weiß ich nicht. Also das ist immer so eine Sache. Wahrscheinlich haben die Angst davor, wie es umgesetzt ist. Haben selber kein... Sie müssten einfach Regeln festlegen quasi. Das tun sie sowieso. Okay. Aber haben vielleicht gar keinen Zugang dazu, wer das alles spielt oder so. Haben überhaupt gar keine Idee davon, dass sie das vielleicht sogar nutzen könnten, ne? Also für sich. Ja. Oder das sind halt eben, keine Ahnung, der kleine Bengel, der spielt dann die ganze Zeit und fährt dann mit dem Fendtberg hoch, berg runter und macht und tut und dies und das und findet das richtig klasse. Und sein Fanny will nicht einen Trecker kaufen, dann sagt der kleine Bengel zum Fanny, nimm mal einen Fendt, der ist toll, ne? Und sowas. Ja, eben. Kann ja durchaus passieren, sowas alles, ne? Als Werbeeffekt. Aber. Und vor allem, sie müssen ja dafür nichts zahlen. Die Firma. Die Lizenz geben sie raus und naja, was sie rausgeben, also manche Firmen geben das raus, sind halt die Cut-Daten, ne? Okay. Also damit das dann quasi auch originalgetreu nachgebaut werden kann. Und da scheuen sich wahrscheinlich auch viele Firmen vor, dass sie die Cut-Daten rausgeben müssen. Vielleicht ist das auch sowas von wegen, ne? Dann kauft sich, Fendt hat einen neuen Trecker und der ist in dem Spiel drin, dann kauft sich hier den New Holland das Spiel und guckt nach, wie der Trecker aussieht. Und er kennt da vielleicht noch irgendwelche Betriebsgeheimnisse. Weißt du nicht, wie dumm die manchmal denken? Ja, aber vom Chassis. Weil eigentlich ja nur das Chassis wichtig. Da könnten sie sich quasi auch einen neuen Fan-Traktor irgendwo ausleihen und den zerlegen. Ja. Und würden mehr Gewinn draus kriegen. Ja, mehr Informationen zumindest. Ja. Also, wie gesagt, es kann alles Mögliche sein, was da reinspielt. Und warum die da wollen oder nicht wollen, dass das gesehen wird. Da gibt es die verschiedensten Ideen zu, glaube ich. So, ich bin jetzt so mit 25.000 noch gut gefüllt, also. Oder sie verstehen das Internet nicht. Das kann natürlich auch möglich sein. Also das ist, glaube ich, so der Hauptgrund. Sie verstehen einfach nicht, was das ist. Ne? Also die Chefs von solchen Unternehmen oder die Marketingleute. Weil die halt eben einfach aus einer anderen Generation stammen. Na, ich glaube, die Marketing-Leute eher. Marketing-Leute eher? Na du. Ja, wenn ich da an unsere Marketing-Leute denke. Okay, ja, stimmt. Eher schwierig. Soll ich langsam machen oder schaffst du drunter? Hopp. Alles klar, okay. Am Ende parken wir den kurz, ne? Dann laden wir voll über. Weil ich nehme auch an, dass du voll bist. Also ich habe jetzt 27.000 drin, bis zum Ende sind es 30.000, auf dem ich muss. Passt doch ganz gut eigentlich von der Zeit her, ne? Hoch runterfahren und... Ja. War so zu erwarten. Schöner Auftrag. Haben wir beide was zu tun. Ja. Und wir verdienen noch schönes Geld dabei nebenbei und können da auch mal andere Sachen zeigen, wenn wir auf unserem Fall runterfahren. So, dann vielleicht noch einen zweiten Auftrag solcher Art machen und dann würde ich sagen, dann spielen wir vor, bis wir ernten können auch unseren. Okay. Ich bin jetzt bei 30.000. Mhm. Wie viel hast du noch drin? Ich bin quasi leer. Tschüss, viel Spaß damit. Bin komplett voll? Nein. Ich glaube, okay. 40.000 würden reinpassen. Oder ein bisschen weniger als 40.000. 35.000 vielleicht. Okay. Warum nicht? Schönes Ding. Ich meine, was ich hier durch die Gegend fahre, das kostet so viel wie ein Einfamilienhaus, ne? Ja.
großes Einfamilienhaus. Ich meine, fast die, Mehrfamilienhaus. Die Messgeräte, die wir auf der Uni haben, kosten halt auch wie ein, so viel wie ein besserer Kleinwagen. Ja. Ja gut, wenn du so einen richtig geilen Logic Analyzer hast oder so einen richtig geilen Oscar, ne? Ja, Logic Analyzer, Netzwerkanalysator. Ja. Aber wir haben ja nicht nur einen Logic Analyzer im Labor, sondern da stehen dann gleich 8. Naja, siehst du. Ja, weil. Weil die werden in einer Lehrveranstaltung gebraucht oder in mehreren halt, wo jeweils immer 40, 50 Leute drinnen sind. Ja. Du kommst mit einem nicht weit. Ja, das würde ein bisschen lange dauern. Das stimmt wohl. Nee, das ist schon ganz okay so. Also ich persönlich, ist ja auch, also so richtig schöne Technik möchte ich eigentlich auch mal haben, dass ich da frei was nutzen kann. Aber gut, das wird ja den ersten Bestand für eine andere was mitmachen. Naja, egal. Wollen wir uns nicht drüber unterhalten, glaube ich. Darf ich oder sowieso nicht, es gucken so viele Leute von der Firma zu mittlerweile. Oder eine JTEC, Debug-Stelle. Oh, das wäre toll. Oh Mensch, was ich dann weniger fluchen würde, das glaubst du gar nicht. Also mein Development Board hat sowas. Ja, das hilft ja alles nichts, wenn das Development Board hat, das sowas hat. Wenn du Dinge in der Peripherie brauchst, die du auf dem Development Board nicht hast. Also wenn du da was anderes bedienst mit. Ja, da kann man ja alles anstecken. Ja, nicht ganz so unbedingt. Also so manche hingehunzten, hingeschnippelten Sachen geht es schon wieder nicht. Also die Peripherie von der Platine hast du ja nicht. Weißt du wie? Du hast ja nicht den gleichen Motortreiber drauf, wie den du auf deiner Platine hast. Ja, aber den kann man ja anschließen. Den Motortreiber, der auf der anderen Platine angelötet ist? Willst du das machen? Ja. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Willst du Kabel rüberlegen oder was? Also, ja. Alles klar. Nee, also du hast halt eben Sachen, oder wenn du da so ein ADC drauf hast hier von Analog Devices, so ein LTC, hast du nicht gesehen, wolltest du mal gucken, den hast du natürlich nicht auf dem Development Board. Ja. Den du direkt am I2C haben musst und sowas. Und manche sind halt schon sehr dämlich beschrieben auch danach. Oder manche Hardware im Manual. Ja. Das stimmt. Wo du quasi Reverse engineeren musst, um herauszufinden, was das Ding macht. Schreiben wir einfach mal ins Register 1111111 hinein und schauen, was das Ding macht. Genau. Also solche Sachen kommen dann ja auch noch bei rum, dass du dann halt eben eine Übersetzung kriegst, die direkt von Chinesische erstmal über den Google-Übersetzer ins Taiwanesische, nee, das ist doch das Gleiche, ins Japanische übersetzt wurde und vom Japanischen Übersetzten dann vielleicht gerade so mal ins Albanische und von da aus dann ins Englische. Da sind so viele Informationen, die da verloren gehen, das ist wirklich, also manchmal, wenn du die Texte da drin liest, dann denkst du dir so auch so, holla die Waldfee, also mein Englisch ist nicht das Beste, ne? Ja. Aber mit dem Buch Englisch lernen, wäre glaube ich falsch. Und das macht halt dann doch die bisschen teurere Hardware aus. Ja, die haben halt dann aus, wenn du dann, genau, wenn eine Hardware für wie soll man sagen, für ein paar Cent kaufst bei Alibaba oder so, oder wenn du dann Hardware bei Reichelt oder so kaufst, die dann halt 3 Euro kostet, aber du hast zumindest eine anständige Beschreibung dazu. Ja. Also beim gleichen Baustein, ne? Genau. Ich meine, im Internet findest du ja viel. Das ist ja so, wenn sowas da ist, das Problem, was du damit hattest, weil du die Bedienungsanleitung nicht lesen konntest, wird garantiert schon ein anderer Entwickler auch gehabt haben. Also das ist ja immer so, man kann ja ziemlich viel solcher Sachen auch lösen durch geschicktes Googlen. Yep. Ne? Ich meine, das nur ist... Nur wenn man dann selber nicht suchen kann, ne, dann ist auch schon schlecht. Also die ganzen Leute, die PCs reparieren und so weiter, die können einfach nur besser googeln als andere Leute. Ja. Also, ich sag, 80% der Probleme, die meine technischen Probleme, die meine Familie hat, löse ich mit Googlen. Natürlich. Okay, also ich zähle da jetzt zu Probleme nicht dazu, wie bekomme ich das Icon da auf dem Desktop oder so. Ich meine, das ist für mich. Ja, das muss ich nicht googeln, aber das weiß man ja.
Aber wie gesagt, so. Das ist für mich auch kein Problem. Wenn die Verwandtschaft anruft und von irgendeinem merkwürdigen Phänomen des Rechners quasi berichtet, dann lässt man sich das mal ein bisschen schildern, denkt drüber nach. Denkt sich, nein. Fragt noch mal ganz kurz nach, wessen Geisteskind sie sind, und dann googelt man. Also, ich sag mal, ich bin eigentlich ganz stolz auf meine Eltern mittlerweile, weil die durch Tablet und so können die wunderbar bedienen. Also, da habe ich relativ größere Angst gehabt. Ich steige dann mit TeamViewer ein, schaue mir das Problem an und dann sehe ich, dass das was komplett anderes ist, als was sie beschrieben haben. Das stimmt, das ist das Nächste. Wenn du mit TeamViewer drauf guckst, dann denkst du so, sag mal, du hast mir doch das und das erzählt. Was mit mir? Was? Aber weißt du, was wir noch haben? Ja. Gut. Das war eine Folge LS19 hier auf Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wir haben fleißig die Zuckerrüben hier aus der Erde gerupft oder rupfen lassen von einem Gerät. Und du hast sie gut durch die Gegend gefahren. Wenn auch sehr langsam, aber es ging. Und was heißt sehr langsam? Na, wenn du 6 km. Wenn du 6 km manchmal stellen musst. Den Berg hoch. Ja, das ist die letzte Kurve, den Berg hoch. Ja, eben. Das ist für mich dann halt sehr langsam. Aber den Rest der Strecke fahre ich mit 55. Sehr gut. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig freuen. Und wenn ihr Probleme zu Hause mit dem Rechner habt, googelt ihr oder ruft ihr Leute an. Aber bitte nicht uns. Wir haben genug mit Verwandten zu tun. Ja, leider ja. Tschüss dann. Tschüss.